Ja, vielen Dank, Anne, für die Einführung. Zum Anlass und zum Hintergrund der Fachtagung hast du ja schon einiges gesagt. Ich will aber nochmal betonen, dass es natürlich nicht falsch ist, wenn sich Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister aus verschiedenen Teilen der Welt zusammensetzen, um gemeinsam über die Verbesserung zum Schutz der Gesundheit von Menschen nachzudenken. Angesichts von Epidemien, die vor keiner Grenze Halt machen, angesichts des weltweiten Klimawandels, der auch und gerade die Gesundheit der Menschen beeinträchtigt, angesichts weltwirtschaftlicher Verhältnisse, die zum Beispiel über bi- oder multilaterale Handelsverträge vielfältigen Einfluss auch auf die nationalen Gesundheitswesen nehmen, steht es wohl außer Frage, dass Gesundheitspolitik mehr denn je keine nationale Angelegenheit alleine mehr ist. Die Erkenntnis, dass es in einer näher zusammengerückten Welt auch internationaler Bemühungen bedarf, um die Gesundheit der Menschen zu schützen, ist aber nicht eigentlich neu. Das war schon klar, als 1948, also vor bald 70 Jahren, die Weltgesundheitsorganisation gegründet wurde. Mit großer Weitsicht heißt es in der Verfassung der WHO, dass eine internationale Gesundheitsarbeit notwendig ist, die von einer zentralen Autorität koordiniert werden müsse, der WHO. Ich betone das, weil mit Blick auf die zentrale Bedeutung der WHO ein Treffen, wie das die G20-Gesundheitsminister jetzt tun, durchaus nicht unproblematisch ist. Wir sollten nicht übersehen, dass es sich bei der G20 nicht um ein demokratisch legitimiertes und repräsentativ zusammengesetztes Gremium handelt, sondern eher um einen Club. Um einen exklusiven Club, um genauer zu sein. Einen Club, in dem nur Mitglied werden kann, wer zu den führenden Wirtschaftsmächten der Welt zählt. Das ist deshalb problematisch, weil die Wirtschaftskraft eines Landes noch nichts über seine gesundheitspolitische Kompetenz aussagt. Mitunter ist es gerade das ökonomische Kalkül, das dem Recht auf Gesundheit, wie es in der Verfassung der WHO verankert ist, entgegensteht. Trotz ihrer mangelnden Legitimation haben informelle Foren und Gremien wie die G7 oder die G20 in den zurückliegenden Jahrzehnten erheblichen Einfluss auch auf die Ausgestaltung der sozialpolitischen Verhältnisse und damit die Gesundheit der Menschen genommen. Anne Jung hat ja schon etwas dazu gesagt. Aber es ist noch ein weiteres zu beobachten. Das wird deutlich im Zusammenhang der G7 oder der G20. Auch das, was in den politischen Wissenschaften mitunter als postdemokratische Verhältnisse beschrieben wird und daraus resultiert dann die Krise der Repräsentation, nämlich die zunehmende Verlagerung von Gestaltungsmacht in die Hände von wenigen Mächten und dort meist in die Hände von technokratischen Expertenstäben, die dann für das sorgen, was Jürgen Habermas einmal als Kolonisierung der menschlichen Lebenswelten bezeichnet hat, die zunehmende Unterwerfung von Mensch und Umwelt unter das Diktat von Ökonomie und politischer Kontrolle. Das Bundesgesundheitsministerium, der Gastgeber des Treffens jetzt in den nächsten Tagen, scheint sich dem problematischen Verhältnis zwischen der WHO und den G7 oder den G20 durchaus bewusst zu sein. Es hat im Vorfeld immer wieder betont, dass es ihr vor allem daran gelegen ist, eine Stärkung der WHO als eine unabhängige zwischenstaatliche Organisation zu erreichen. Es wäre hilfreich, wenn von dem Treffen der G20 diese Botschaft ausgehen würde. Nächste Woche beginnt in Genf die Weltgesundheitsversammlung. Da kann man dann auch das mal Realität werden lassen. Aber wir jedenfalls sollten von hier aus den Ministern die Botschaft oder die Forderung mit auf den Weg geben, dass es uns an einer Stärkung und Demokratisierung der WHO gelegen ist. Es sind tatsächlich große Aufgaben, die sich die Gesundheitsminister für ihr Treffen vorgenommen haben. Über den Aufbau globaler Notfallsysteme soll gesprochen werden, über die Stärkung der Gesundheitssysteme, über den Kampf gegen die zunehmende antimikrobielle Resistenz. Nur gemeinsam, so Hermann Gröhe, der deutsche Gesundheitsminister, könne man die Welt besser auf künftige Gesundheitsrisiken vorbereiten. Das ist ohne Frage ebenso richtig, wie es auf einen zweiten Blick auch irritiert.
Denn gib nicht, wer sich schon auf künftige Risiken vorbereitet, bereits zu erkennen, dass sich Risiken nicht eigentlich mehr vermeiden lassen? Dass die große Idee der Moderne, man könne eine bessere Zukunft aufbauen, in der die Risiken, den Menschen ausgesetzt sind, eher reduziert oder abgeschafft werden, dass diese Idee gescheitert ist? Ich denke, es lohnt sich, diese Fragen vorzunehmen. Schauen wir zunächst auf die gesundheitlichen Risiken, die schon heute zu beklagen sind und allerdings Anlass zur Sorge geben. Denn trotz des enormen Fortschritts, der in der Medizin erzielt wurde, sterben noch immer alljährlich Millionen von Menschen an Erkrankungen, die eigentlich gut behandelbar wären. Armutsbedingte Erkrankungen wie die Tuberkulose, die im globalen Norden bereits überwunden schienen, kehren in dramatischer Form als multiresistente Keime zurück. Gleichzeitig breiten sich chronische, nicht übertragbare Krankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Störungen aus. Nicht zuletzt in den Ländern des Südens haben sie sprunghaft zugenommen. Verantwortlich für die heute in der Welt herrschende Gesundheitskrise ist sicherlich auch weiterhin die mangelnde Versorgung der Menschen mit Gesundheitsfürsorgemitteln. So hat noch immer fast ein Drittel der Menschen keinen ausreichenden und sicheren Zugang zu essentiellen Arzneimitteln. In vielen Teilen der Welt, auch das ist bekannt, fehlen angemessene Gesundheitseinrichtungen, gut ausgestattete Hospitäler und qualifizierte Gesundheitsfachkräfte. Die Krise aber geht tiefer. Sie geht über den prekären Zustand in der Krankenversorgung hinaus. So wichtig das Ziel einer universellen Absicherung im Krankheitsfalle ist, also Universal Health Coverage, so sehr gilt es zu berücksichtigen, dass die gesundheitlichen Verbesserungen, die in den zurückliegenden Jahrzehnten zum Beispiel in Europa erzielt werden konnten, nur zu etwa einem Drittel dem medizinischen Fortschritt bzw. verbesserter Krankenversorgung zu verdanken sind. Bedeutender als kurative Versorgungsangebote waren und sind gesellschaftliche Faktoren wie der Zugang zu Einkommen, angemessene Wohlverhältnisse, würdige Arbeits- und intakte Lebensbedingungen, Umweltbedingungen und nicht zuletzt Bildung und gute und ausreichende Ernährung. Betrachten wir die Lebensumstände von Menschen im globalen Süden, dann entpuppen sich die dortigen Verhältnisse allerdings voller gesundheitlicher Risiken. Dort zeigt sich die Krise der Gesundheit eben nicht nur als Krise einer fehlenden Versorgung, sondern zugleich als Krise der Ernährung, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse, als Krise der Umwelt, als Krise der Bildung, als Krise der sozialen Gerechtigkeit. Social injustice is killing people on large scale. Soziale Ungerechtigkeit tötet im großen Maßstab, heißt es zusammenfassend im 2008 vorgelegten Abschlussbericht der WHO-Kommission über die sozialen Determinanten von Gesundheit. Der Bericht lässt keinen Zweifel daran, dass es sich bei den großen gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit, dass man die nur begegnen kann, ihnen nur begegnen kann über Eingriffe in die makroökonomischen und politischen Verhältnisse, nicht aber alleine über medizinisch-technische Verbesserungen. Nicht einzelne Krankheiten geißelt der Bericht der WHO, sondern die Pathologien der gesellschaftlichen Verhältnisse. Genauso wie es übrigens Rudolf Virchow bereits Mitte des 19. Jahrhunderts getan hat. Und es wäre, glaube ich, zu wünschen, wenn sich die Gesundheitsminister jetzt die Zeit nehmen würden, einmal sich kurz vor dem Denkmal, das ist nicht weit von hier entfernt, für Virchow versammeln würden. Man kann sich, glaube ich, von den Ideen Virchows noch immer heute inspirieren lassen. Soziale Ungleichheit jedenfalls, so viel steht fest, fällt nicht vom Himmel. In den zurückliegenden Jahrzehnten konnte sie nur deshalb so dramatisch zunehmen, weil im Zuge der globalen Entfesselung des Kapitalismus und um nichts anderes handelt es sich, wenn wir von Globalisierung sprechen, weil im Zuge dieser wirtschaftlichen Globalisierung die Interessen einer wachstums- und profitorientierten Ökonomie über die Bedürfnisse und Rechtsansprüche der Menschen gestellt wurden. Und daran haben nicht zuletzt Clubs wie die G7 oder die G20 Anteil. Das Wirtschaftswachstum, das mit der neoliberalen Globalisierung in Gang gesetzt worden ist, hat die Ungleichheit nicht beseitigt, sie hat sie verfestigt. Selbst das Davoser Weltwirtschaftsforum hat inzwischen einräumen müssen, dass mit der Globalisierung die Risiken für soziale Verunsicherung zugenommen haben.
Und diese Risiken, die bleiben heute nicht mehr nur auf die Armutsregionen der Welt beschränkt. Auch in den wohlhabenden Ländern des Nordens nehmen die sozialen Gegensätze zu. Wir spüren das alles. Auch hier geht die Schere zwischen Arm und Reich auseinander. Längst sind die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels, zum Beispiel in der Zunahme von Atemwegserkrankungen, auch hierzulande spürbar. Und längst macht die Schulden- und Finanzkrise mit all ihren Konsequenzen für die öffentliche Daseinsvorsorge auch vor Europa nicht mehr halt. Wenn man heute die Folgen von Sozialabbau studieren will, muss man nicht erst weit nach Afrika reisen. Ein Trip nach Griechenland reicht völlig. Ja, es sind große Risiken, die da auf uns zukommen, aber es sind nicht eigentlich neue Risiken. Sie werden heute nur viel deutlicher auch hierzulande spürbar. Selbst der Umstand, dass der Zugang zu wirksamen Arzneimitteln versperrt sein könnte, ist ja nicht eigentlich neu. Für Millionen von Menschen, die sich eine angemessene Behandlung mit Antibiotika aus Kostengründen nicht leisten konnten, ist das eine schon lange währende Realität. Nun kommt die Resistenzentwicklung dazu und die trifft auch die Reichen. Und so sollten wir bei aller Sorge über die wachsenden Risiken nicht übersehen, dass diese noch immer extrem ungleich verteilt sind. Sie treffen die Armen und Mittellosen dieser Welt sehr viel stärker als die Wohlhabenden und Privilegierten. Mit der Ausbreitung von Ebola ist aber klar geworden, dass die prekären Zustände, die in der Welt herrschen, auf den Rest der Welt auszustrahlen beginnen. Und dass es künftig schwieriger werden könnte, die Bevölkerung im Norden vor genau diesen Problemen zu schützen. Und so ist es gut, dass der Weckruf Ebola verfangen hat und nun verstärkt nach Lösungen gesucht wird. Und es ist auch gut, dass Politikerinnen und Politiker in aller Welt erkannt haben, dass sie den Schutz der Gesundheit nicht länger den Marktkräften überlassen können, sondern sie selbst gefragt sind. Und es höchste Zeit ist für regulierende Eingriffe und systematische Umverteilungsmaßnahmen. Ob die Wege, die aber beschritten werden, auch die richtigen sind, das ist noch höchst fraglich und das werden wir genau zu untersuchen haben. Und zwar aus dem einfachen Grund. Die staatliche Sorge um Gesundheit kann viele Motive haben, gute wie schlechte. Sie kann dem universellen Menschenrecht auf Gesundheit verpflichtet sein, aber auch nur den Schutz der eigenen Bevölkerung, also sehr partikular ausgerichtet sein. Sie kann auf eine nachhaltige Vorsorge und Prävention drängen, aber auch nur auf punktuelle Kontrollen und kurzfristiges Krisenmanagement. Sie kann das Ziel eines möglichst langen und möglichst gesunden Lebens für alle Menschen verfolgen oder auch nur den Interessen von Unternehmen dienen, die in Gesundheit längst so etwas wie ein lukratives Business mit großen Wachstumspotenzialen entdeckt haben. Schon jetzt spekulieren Versicherungswirtschaft, Pharmaindustrie und medizintechnische Unternehmen auf die vielen Milliarden, die weltweit aus Steuermitteln zur Umsetzung von Universal Health Coverage bereitgestellt werden müssen. Es ist dieses Spannungsfeld, das ich gerade geschildert habe, in dem sich die Erörterungen der G20-Gesundheitsminister bewegen. Und wir werden sehr genau zu beobachten haben, wohin die Reise geht. Öffentliche Gesundheitsvorsorge jedenfalls ist nicht davor gefeit, für ökonomische und machtpolitische Interessen instrumentalisiert zu werden. Es ist noch gar nicht so lange her, da gehörte die Sorge um die Gesundheit der Menschen zu den Aufgaben örtlicher Polizeiverwaltungen. Im preußischen Deutschland etwa war das erklärte Ziel öffentlicher Gesundheitspflege nicht, die Langlebigkeit und das Wohlbefinden von Menschen zu fördern, als vielmehr die Leistungsfähigkeit der ganzen Bevölkerung zu sichern. Später kam dann die Sicherstellung der Wehrhaftigkeit dazu. Und schließlich die wahnhafte Idee der Nationalsozialisten einer verbrecherischen Rassenhygiene. Letzteres scheint zum Glück überwunden. Das wirtschaftliche Motiv aber ist noch immer wirksam, zumindest latent, bei uns allen. Wer genau hinsieht, kann es zum Beispiel in vielen entwicklungspolitischen Studien entdecken, die zur Legitimierung von Gesundheitsförderprogrammen deren volkswirtschaftlichen Nutzen hervorheben. Oder in der Ausrichtung von Daseinsvorsorge an betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien, um Kosten zu senken. Und selbst in der Bekämpfung von Pandemien taucht es wieder auf. So steht wohl außer Frage, dass die völkerrechtliche Verankerung der internationalen Gesundheitsvorschriften, die International Health Regulations, du hast schon darauf hingewiesen, im Jahre 2005
ohne die vorangegangene Bedrohung des weltweiten Verkehrs von Gütern und Dienstleistungen, der Mobilität von Arbeitskräften, des Tourismus, ohne die Bedrohung durch SARS in dem Fall nicht so schnell zustande gekommen wäre. Und vor genau diesem Hintergrund ist es nicht unproblematisch, wenn heute verstärkt in der Debatte ein Begriff auftaucht, den wir zwar aus den internationalen politischen Beziehungen schon seit langem kennen, aber im Kontext von Global Health relativ neu ist, der Begriff der Sicherheit. Die Ebola-Krise, so heißt es, habe deutlich gemacht, dass dringend das Bemühen um Gesundheitssystemstärkung von Maßnahmen zur Förderung der Gesundheitssicherheit, der Health Security, begleitet werden muss. Mitunter ist gar von der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels die Rede, von einer neuen globalen Norm der Global Health Security, die alleine dazu geeignet sei, all den bestehenden und künftigen Risiken Paroli zu bieten. Das klingt zunächst verführerisch. Wer wäre in Zeiten wachsender Unsicherheit nicht für Sicherheit? Angesichts einer zunehmend aus den Fugen geratenen Welt ist das Bedürfnis nach Sicherheit nur zu verständlich. Schauen wir aber genauer hin, dann wird die Sache komplizierter. Dann ist offen zum Beispiel die Frage, was unter Sicherheit verstanden wird. Wer sie definiert? Wer definiert Sicherheit? Und wie soll sie geschaffen werden? Alles das ist unbestimmt und öffnet Tür und Tor für ganz unterschiedliche Strategien, die ganz verschiedenen Interessen dienen können. Die aus Deutschland hier werden sich vielleicht erinnern an die skurril anmutenden Bildern von der Insel Rügen, als dort 2006 die Bundeswehr versuchte, zu Wasser, zu Lande und aus der Luft die Verbreitung des Vogelgrippevirus einzudämmen. Viele von uns haben damals geschmunzelt. Manche haben sich längst an überwunden geglaubte Formen einer kolonialen Seuchenmedizin erinnert, die mit einem Cordon sanitaire die Wohngebiete der Kolonialherren von den Compounds der Eingeborenen zu schützen versuchte. Dann kam die Ebola-Krise 2014 und dann kam der durchaus nachvollziehbare Appell von Médecins Sans Frontières, Militär zu entsenden und bei der Eindämmung der Seuche zu helfen. Ausgerechnet eine NGO, die ansonsten überhaupt keine Nähe zu Militärs hat, verlangt nach Soldaten. Mit einmal ging es nicht mehr um zivile Hilfe, sondern um eine fast schon martialisch anmutende Form einer sicherheitspolitischen motivierten Intervention. Ebola schafft es auf die Tagesordnung des UN-Sicherheitsrates und zum ersten Mal in der Geschichte der UN wurde mit der UN-Mission for Ebola Emergency Response eine UN-Mission zur Bekämpfung einer Krankheit gebildet. Seitdem diskutieren Experten in aller Welt über die Einrichtung von Notfonds, die Bildung von schnellen Eingreiftruppen, heißen sie nun Weißhelme oder sonst wie, die Schaffung robuster Gesundheitsversorgungsstrukturen und resilienter Gesundheitssysteme sowie die Notwendigkeit verbesserter Kommunikation und das Treffen, auf das Anne Jung schon hingewiesen hat, was die Gesundheitsminister den nächsten Tagen, die Gesundheitsminister in den nächsten Tagen durchführen würden, wo der Ausbruch einer Epidemie simuliert wird, das kann durchaus auch als ein Manöver begriffen werden. Alles das ist ohne Frage vernünftig, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Aber es ist nur eine instrumentelle Vernunft, die hier zum Ausdruck kommt. Eine Vernunft, welche mehr die Mittel, nicht aber die Ziele des Handelns reflektiert. Eine Vernunft, die nicht die Frage verfolgt, wie die Risiken an ihrem Ursprung bekämpft werden können, sondern wie die künftigen Risiken so behandelt werden können, dass sie den Status quo nicht bedrohen. Es ist nicht ein radikales Bemühen um Krisenvermeidung, das auf der Tagesordnung steht, nicht die Kritik an den eigentlichen Treibern der globalen Gesundheitskrise, sondern die Frage, wie effizientes Krisenmanagement, Krisenverwaltung möglich ist, ohne eben diese Treiber wirklich angehen zu müssen. So wie es aussieht, steht eben nicht die Marktradikalität mit all ihren negativen Auswirkungen auf die Lebensumstände von Menschen und damit die Gesundheit auf der Tagesordnung der Minister, sondern nur, wie in offenbar alternativlos gesehenen Folgen der Marktradikalität, dem wachsenden Bevölkerungsdruck, der Migration, der Verslammung der Städte, Ausbruch von Epidemien, wie all dem an der Oberfläche begegnet werden kann.
Nicht die Geschäfte der weltweit boomenden Extraktionswirtschaft, die immer mehr Menschen zur Abwanderung in unwirtliche und krankmachende Lebensumstände treibt, stehen zur Debatte, sondern wie die daraus resultierenden gesundheitlichen Probleme möglichst früh identifiziert und eingedämmt werden können. Nicht das längst notorisch gewordene Landgrabbing, der Trawlerfischfang und die Praktiken der Nahrungsmittel- und Getränkemultis mit all ihren tiefgreifenden Auswirkungen auf die Ernährungssouveränität und Ernährungsgewohnheiten der Menschen werden diskutiert werden, sondern wie es gelingt, für die daraus resultierenden Krankheiten neue und wirksame Medikamente zu entwickeln. Und eben das macht den herrschenden Sicherheitsdiskurs so problematisch. Er fragt weniger nach den Ursachen von Missständen als danach, wie den krisenhaften Folgen von Fehlentwicklungen wie sie unter Kontrolle gebracht werden können. Statt über die Ländergrenzen hinweg auf sozialen Ausgleich und Integration zu drängen, setzt sicherheitspolitisch ausgerichtete Politik auf ein nachgelagertes Krisenmanagement. Der utopische Überschwang, der noch zur Gründung der WHO geführt hat, weicht zu einem pragmatischen Realismus, der nichts eigentlich mehr verändern will, sondern nur darum bemüht ist, den Status quo mitsamt der Privilegien, die mit ihm einhergehen und den sie begründeten Machtverhältnissen abzusichern. Das tritt uns heute besonders krass in der Politik eines Donald Trump entgegen. Stärker als seine Vorgänger es getan haben, betrachtet Trump die Bemühungen um globale Gesundheit vor allem aus dem Blickwinkel der nationalen Sicherheit. Die Reduzierung von Politik auf Gefahrenabwehr ist aber keineswegs ein Phänomen, was nur auf die USA beschränkt ist. Auch und gerade in den G20-Ländern ist es auszumachen. Mit großem Ernst warnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch NGOs seit vielen Jahren vor einer zunehmenden Versicherheitlichung von Politik, in der alles, der Handel, die Entwicklungshilfe, die Gesundheits- und Sozialpolitik, ebenso wie Polizei und Militär zu Instrumenten von Sicherheitspolitik und Gefahrenabwehr werden. Problematisch an dieser fast schon mythischen Überhöhung von Sicherheit ist, dass dabei das unter die Räder zu kommen könnte, das unter die Räder zu kommen droht, was eigentlich sinnstiftend und richtungsweisend für Politik sein müsste, woran sich Politik ausrichten müsste, nämlich an Recht und an Rechtsansprüchen von Menschen, Rechtsansprüchen, wie sie in den Menschenrechten festgelegt wird. Wir sehen hier eine Veränderung im Diskurs, der sich von dem menschenrechtlichen Diskurs hin zu einem sicherheitspolitischen Diskurs verwandelt. Im Unterschied zu den Menschenrechten wird das Bemühen um Sicherheit nicht von der Idee von Universalität getragen. Wer von Sicherheit spricht, Sie können mal daran nachdenken, hat meistens die eigene Sicherheit im Blick. Eine Sicherheit, die an bestimmte Territorien oder an bestimmte Privilegien gebunden ist. Die gegenwärtigen sicherheitspolitischen Strategien zielen nicht unbedingt auf den Schutz, auf die Protection derjenigen, die am meisten der sozialen Sicherung bedürfen, die Armen und Mittellosen, sondern in aller Regel auf die Absicherung, auf Security von Besitzständen, auf die Sicherheit der Bessergestellten, genauer auf die Absicherung einer Lebensform, einer imperialen Lebensform, die einige auf Kosten anderer führen. Aber da ist noch ein weiteres, was uns im Kontext des Sicherheitsdiskurses zu denken geben sollte. Denn das, was als Bedrohung empfunden wird, ist immer subjektiv gefärbt, emotional hoch aufgeladen und vage. Das, was ich als Bedrohung empfinden kann, muss mein Gegenüber nicht unbedingt als Bedrohung empfinden. Und eben diese Unbestimmtheit, die hilft heutiger Politik bei der Überwindung ihrer Legitimationsdefizite. Politikerinnen und Politiker, die ihre gesellschaftliche Gestaltungskompetenz an den Markt abgegeben haben, die können sich dann dennoch als zupackende, als handlungsfähige Akteure zeigen in der Bekämpfung der negativen Auswirkungen eben dieser marktradikalen Situation. Dieses absurde Zusammenspiel zu durchbrechen, das wäre dringend nötig. Das ist das, was wir eigentlich erreichen müssten. Es setzt die Erkenntnis voraus, dass die Risiken, die künftigen wie die gegenwärtigen, nicht eigentlich von außen kommen, sondern von innen. Dass es die zunehmende ökonomische Kolonisierung der menschlichen Lebenswelten ist, die die Welt zu einem so unsicheren Ort gemacht hat. Statt in die Falle des Sicherheitsdiskurses zu laufen, sollten wir,
dem viel stärkeren Konzept der Menschenrechte weiter angehören. Denn Rechte sind im Gegensatz zum vieldeutigen Begriff der Sicherheit normativ und kodifiziert. In ihnen lebt der Anspruch auf Gleichheit selbst dann noch, wenn Rechte durch Macht und Interessen gebeugt werden. Und so drängt die Anrufung der Menschenrechte auf eine Politik des Ausgleichs die Logik der Sicherheit entgegen auf Abschottung. Kurz, im Sicherheitsdiskurs geht das Prinzip der Universalität verloren. Ich will zum Abschluss noch auf mögliche Alternativen schauen. Tatsächlich gibt es ja zu dem Konzept der Old Public Health, die, wie das Rolf Rosenbrock so treffend formuliert hat, in der Logik der Gesundheitspolizei fragt, wie ermitteln wir möglichst rasch viele individuelle Infektionsquellen und wie legen wir die still? Tatsächlich gibt es zu diesem Konzept auch Alternativen. Konzepte und Strategien, die einen ganz anderen Weg beschreiten, die den Menschen nicht übergestülpt werden sollen, die nicht mit Vorschriften und Disziplinierungen arbeiten, sondern auf Teilhabe und emanzipative Veränderungen im Sinne der Schaffung gesundheitlicher Lebensverhältnisse zielen. Ein solcher Ansatz, der New Public Health verpflichtet ist, verlangt nicht nach robusten Versorgungssystemen, die notfalls auch mit martialischen Mitteln für das Stilllegen von Infektionsquellen sorgen, sondern gründet sich zuallererst auf öffentliche Mobilisierung und zivilgesellschaftliche Partizipation. Denn das ist die Lehre, die aus allen zurückliegenden Erfahrungen, auch und gerade in der Bekämpfung mit Epidemien, zu ziehen ist. Ohne eine maßgebliche Beteiligung von Selbsthilfegruppen, Grassroot-Initiativen, kommunalen Selbsthilfeorganisationen, Kirchen und Wohlfahrtsorganisationen ist bestehenden gesundheitlichen Herausforderungen nicht zu begegnen. Welche Kraft im zivilgesellschaftlichen Engagement steckt, das wurde zuletzt auch in der Bekämpfung von Ebola deutlich. Ohne die Einbeziehung der Betroffenen, ohne die Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit, die Selbsthilfegruppen vor Ort geleistet haben, ohne die Beteiligung der Menschen, die alleine in der Lage sind, in ihren jeweiligen Lebensumständen dann auch überzeugend zu arbeiten, ohne das Engagement der Leute selbst, wäre auch der Einsatz von all den Helfern, die aus dem Ausland gekommen sind, gescheitert. Die Fragen, die sich New Public Health stellt, sind, um es noch einmal mit dem geschätzten Rolf Rosenbrock, der auch Teil unserer Plattform ist, zu sagen: Wie lassen sich möglichst schnell, möglichst bevölkerungsweit und möglichst zeitstabil gesellschaftliche Lernprozesse organisieren? Wie können Selbstverwaltung und Entscheidungsteilhabe als Voraussetzung für nachhaltige Veränderungen gefördert werden? Wie die sozial bedingte Ungleichheit im Zugang zu Gesundheitschancen reduziert werden? Das sind Fragen, die eigentlich zu stellen sind. Ich weiß nicht, ob die Gesundheitsminister sich so stellen. Klar ist, dass sich diese Fragen nur werden beantworten lassen, wenn auch die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Ich will jetzt nicht in Abrede stehen, keine Frage. Es bedarf der Mittel, um eine funktionierende und allen zugängliche Krankenversorgung aufzubauen. Aber es braucht eben auch Mittel für die Förderung und Unterstützung von Initiativen, die auf Selbstverwaltung und Teilhabe drängen. Und zwar dort, wo über Programme der Primärprävention, der Bildung, der Sozialhilfe mit denen über Maßnahmen, die allesamt im außermedizinischen Bereich zu verorten sind, in die Lebenswelten von Menschen konkret eingegriffen wird. In den Schulen, am Arbeitsplatz, in den Wohnvierteln. Diese Aufgabe kann man dem Markt nicht überlassen. Diejenigen, die am meisten Schutz und Unterstützung angewiesen sind, sind oft die Ärmsten und deswegen bedarf es gesellschaftlicher Institutionen, die unabhängig von der Kaufkraft von Menschen den Zugang zu Gesundheitschancen sichern. Ich rede von Gesundheitschancen, nicht alleine von Gesundheitsversorgung. Es macht aber auch keinen Sinn, die Krankenversorgung an Versicherungspolicen zu knüpfen, die sich keiner leisten kann. Allein solidarisch finanzierte öffentliche Daseinsvorsorge, die mit dem Blick auf den Globalisierungsgrad längst grenzüberschreitend zu schaffen wäre, darüber werden wir heute Nachmittag diskutieren, allein das kann dem Anspruch gleicher Gesundheitschancen gerecht werden. Ja, es sind große Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Es ist höchste Zeit für die Stärkung von Gesundheitssystemen, in denen die Schaffung von Institutionen einer öffentlichen Gesundheitspflege, die Finanzierung von Primärprävention und die Förderung der Selbstorganisation nicht nur irgendein unliebsames Anhängsel von kurativer Versorgung sind, sondern wesentlicher Bestandteil. Mit Blick auf die realen Mängel, die in vielen Teilen der Welt bestehen, mag ein solcher Ansatz utopisch klingen. Gerade aber darum geht es ja, um die Formulierung einer Vision, die aus dem Elend herausführt und es nicht weiter nur verwaltet. Vielen Dank.